Gut, das haben wir. Möchte ich mich jetzt schon um die Mühle kümmern? Theoretisch sollte ich, ne? Nur wie komme ich da sauber hin? Also theoretisch muss ich einmal gucken. Höhenmäßig. Wenn ich da jetzt. Ja, das kann ich ja hier machen. Das ist ja kein Problem. Ich darf nur nicht durch die Decke stoßen. Was aber auch nicht passiert. Ich kann ja. Das passt. D, upstairs. Dann geh mal hier die Treppe hoch. Nein, nicht X, I. Dann machen wir da eine Treppe. Da eine Treppe. Und die müsste nachher genau da. Nein, warte. Das muss weg. Montana Vlog 88. Okay. Danke fürs Follow. Cooler Name. So, darauf muss ich erstmal husten. Ach, musstest du extra einen Test machen, als du wiedergekommen bist? So, und hier jetzt runter. Upstairs. Nee, downstairs. Mensch. J. So, Treppe runter, Treppe rauf. Und dann können wir nämlich direkt daneben, geht nachher die Power runter. Also das Zahnrad, wie auch immer. Das klappt. Das wird funktionieren. Wassergraben hier. Da muss noch einen höher. Also Wasser läuft hier. Wasser läuft nach auf dieser Ebene auch. Und auf dieser Ebene kommt dann hier ein Raum hin, wo dann das Wasserrad die Power produziert, welche dann hier hinten runtergeführt wird in den Raum, wo dann nachher der Mühlstein steht. Perfekt. Ein Ghoul kommt zu Besuch. Von mir aus. Solange ihr keinen beißt, ansteckt, wie auch immer, ist das alles in Ordnung. Interessant ist gleich eigentlich die Frage, wenn wir das hier komplett voll, füllt das dann auch hier wieder mit auf? Kriegen wir hier einen vernünftigen, wirklich sauberen, vernünftigen Kreislauf, Wasserkreislauf hin? Ich find das super, wenn das nachher klappt. Ich überlege immer noch, wie die Goblins hier reingekommen sind. Nein, die müssen ja hier komplett, die sind hier runter. Sind dann hier rein und haben halt hier die Arbeiter gesehen, ne? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wir müssen das einfach stumpf mitgekriegt haben. So. Chert wird hiermit abgebaut. Brauchen wir uns jetzt auch. Warte, da wollte ich hin. Genau, Chert haben wir genug, aber trotzdem. Ne, einer arbeitet. Ich bin stolz auf dich. Wenigstens einer macht Crafts. Die anderen beiden Jobs sind immer noch leer. Unser Manager macht, was er soll. Ja. Der hat auch die Spitzhacke hergestellt. Das heißt, der Noble ist auch zufrieden. Ah, perfekt. Wir haben so viele glückliche Leute. Und jetzt glaube ich schon seit fast einem Monat keinen Angriff mehr gehabt. Ich werde misstrauisch. Wir sollten noch mal wieder Holz fällen. So, wir fällen noch mal was. Wir könnten auch noch mal sammeln, ne? Nur mal so, wir haben ja gerade diese 16 Eidler, das geht ja mal gar nicht. Sammelt mal noch ein paar Beeren. Ich überlege gerade, wollen wir aufs einen dieser. Wir können ja mal hier oben. So. Hier machen wir zwar Refuse, aber hier kommen keine Körperteile mehr rein. Da wäre ich jetzt, glaube ich, mal für. Wir disablen mal hier oben die Korpse. Dann haben wir dann nicht mehr nur Körperteile rumliegen. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Hier ist auch gar kein Tier drin, wie doch da ist ein Esel. Und ihr schleppt noch weiter Leichen weg. Ja, da liegen noch ein paar, ne? Und ein paar Knochen und so. Die Knochen hat euch ja der Esel rausgeschlagen.
Ich weiß nicht, was euch das sind. Pferdezähne. Mir muss immer noch mal einer erklären, warum bei Angriffen von Untoten die anscheinend immer nur fast immer nur Zähne verlieren. Okay, der Leihmaker ist besessen. Super. Dann warten wir mal ab. Ich hoffe, der wird bestimmt einen Workshop finden. Ein Crafts-Workshop. Super. Bitte weitermachen. Wo ist er? Also es sind jetzt drei Leute im Workshop, aber wo ist der Irre? Da ist der Irre. Da mit seinem Ausrufezeichen. Der holt immer selten. Er holt Holz. Komm mal her. Wir folgen dem mal. Ob der alles kriegt? Holz. Ja, okay. Noch mehr Holz oder Leder? Na, Stoff. Okay. Was auch immer der nachher baut. Ich muss mich noch um die Glasvitrinen kümmern, damit die Artefakte auch mal ausstellen können. Stoff. Reicht immer noch nicht. Wo willst du denn jetzt hin? Ein Knochen. Okay, dann nimm... Nimm einen Hundeknochen. War, glaube ich, ein Hund. Das letzte, was wir geschlachtet haben. Oh, das wird was ganz Episches, so viele Teile, wie er braucht. Was, wahrscheinlich was total Unnützes, weil er es am Crafts-Workshop macht. Und dass das aus Stoff, Leder, Holz und Knochen besteht. Aber ist ja egal. Je mehr Teile, desto besser ist es. Immer noch nicht. Edelstein. Aber nur ein roher, kein geschliffener Edelstein. Das ist aber schade. Jetzt braucht er noch einen Barren. Silber. Fertig? Oh. Der hat nicht angefangen. Okay, was war. Cut Gems, Rough Gems, Forest haben wir, Holz. Kloss haben wir. Skeletons hat er sich gerade geholt. Leder hat er sich geholt. Rough Gems. Square Blocks. Cut Gems. Also Cut Gem könnte fehlen. Das ist nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Onyx hatten wir, glaube ich. Das macht mal ein paar mehr. So, unser Juwelier sollte sich jetzt einmal ranhalten. Ein paar Edelsteine schleifen. Juwelier, möchtest du einmal bitte einen Edelstein schleifen? Unser Gast bewegt sich in Regionen, wo er nichts zu suchen hat. Da ist die Taverne. Und er holt Alkohol für die Taverne. Juwelier, bitte einmal. Kann ich nicht hier? So, sofort bitte. Schnellstmöglich einen Edelstein schleifen. Also der nächste Juwelier, der frei ist, einmal bitte. Hallo? Wie geht's in dem Verletzten? 1, 2, 3, 4. 4 Verletzte nur? Na, immerhin. Und der Juwelier lässt uns, glaube ich, gerade im Stich. Los, komm. Einer. Wir werden doch wohl einen Juwelier hier in der Festung haben. Wir müssen doch nur einen Juwelier jetzt haben, der einen Stein schleift. Sonst dreht der Typ da gleich durch. So, einen Monat haben wir. Hallo. Der hat keinen Bock. Das ist schlecht. Juweliere, die keinen Bock haben zu arbeiten. Haben wir einen? Wir können das ja mal nachgucken. Vielleicht haben wir ja gar keinen Juwelier. Ne? Gemsetter. Haben wir. Gemsetter, Wenn ich jetzt nochmal hingehe. So.
Und dann gucken wir mal Preferences, Labor und dann haben wir hier Game Setting, Game Cutting. Okay, können sie nicht. Du bekommst das jetzt mal. Damit einer jetzt vielleicht. Ja, da fängt die. So, okay. Der schleift jetzt seinen Stein. Schleif schneller. Danach gucke ich mir die Petition an. Der macht jetzt zum ersten Mal in seinem Leben schleift er einen Edelstein und direkt aus diesem wird ein Artefakt gemacht. Er hat eine hohe Verantwortung, der Typ. Wenn der das mal machen würde. Ja, und der läuft der Irre auch gleich wieder los und holt sich seinen Edelstein. Und jetzt holt er sich noch einen weiteren. Boah, zwei. Zweimal Waff stand ja auch da. Und er fängt an. Super. Perfekt. Alles gut. Haben wir das geklärt. Der macht sein Artefakt fertig. Und ich wollte jetzt. Eigentlich muss ich mich jetzt wirklich um die Schlafzimmer kümmern. Die Leute brauchen Betten. B. So. Ja, B. Sonst habe ich kein Bett. So, können wir nochmal wieder aufnehmen. Bauen wir ein Bett. Einmal den Container. Ein Kabinett. Eine Tür. Und dann wieder ein Bett. Fertig. Und jetzt. Also das mit diesem Repeat und so weiter ist einfach cool. Ich weiß nicht, wie ich früher meine Festungen bauen konnte. Ah, die Kabinetts und Türen sind alle. Oder zumindest die Kabinetts. Türen müssen wir noch haben hier, oder? Ja. Es verschwinden doch gleich bestimmt wieder Artefakte, wenn hier so ein. Ich traue diesem Typen nicht, wenn der hier so rumläuft. Er ist ein Elf. Elfen klauen normalerweise nichts. Und ich wollte mir die Petition angucken. Ach, gleich zwei schon wieder. Okay. Die Sekte vom Gold. Sect of Gold möchte einen Tempel haben. Okay, machen wir das erstmal. Ist hier noch irgendeiner offen? Okay. Den machen wir aber nicht da mit dem Beutel. Das haben. Habe ich nicht zugewiesen. Okay. Add Location. Tempel. Sekte vom Gold. Da, Sect of Gold. Huch. Bitte sehr. Habt ihr euren Tempel? Sollen sie doch eine Sekte gründen? Wir sind da relativ offen. So, Gildenhalle. Die Ranger-Gilde. Dass wir Ranger haben, irritiert mich immer wieder. Okay. Die Ranger-Gilde. Machen wir die hier oben. So. Location. New Location. Die Ranger-Gilde. Ranger Hall, da ist sie. So, fertig. Wieder ein paar Leute. Wir müssen jetzt ja gucken, dass wir die Leute zufriedenstellen, weil die alle frustriert sind, weil zu viele gestorben sind. Genau, speicher mal schnell, damit ich das auch ja nie wieder rückgängig machen kann, dass die alle gestorben sind. Wobei ich mit dem Autosave eigentlich sehr zufrieden bin. Das kostet mich zwar. Ah, nabender Linux-Pur, schön, dass du da bist. Es kostet zwar immer dann so 2-3 Minuten, dieser Autosave, aber es ist mir immer noch lieber als 2-3 Stunden zu verlieren. Es ist zwar richtig, dass das Spiel einem nicht erlaubt, hier so Safe-Scaming zu machen. Es gibt Spiele, mit denen, die ich nur dank dem geschafft habe. Da fällt mir mal gerne Colonization ein. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wenn es da zu viele Niederlagen gab, dann wird einfach neu geladen. Da ist jeder Kampfverlauf nach dem Neuladen anders. Da kann man dann Glück haben. Aber dieses Spiel lebt, dieses hier lebt von den Niederlagen und dem Spaß, den man dabei hat, ne? Ah, das ist Winter. Kam schon wieder? Oder ach, unsere Zwerge kommen wieder zu einem seltsamen Zeitpunkt, ne? Irgendwie haben wir es geschafft, oder habe ich es geschafft, durch
dass die Zwerge nie dann kommen, wann sie kommen sollen. Die kommen normalerweise, kommt die Karawane immer im Herbst. So. Da scheinen die aber nur zu kommen, wenn man auch im Herbst embarkt. Also wenn ich jetzt nicht im Herbst starte, sondern im Frühjahr, dann kommt die irgendwie ganz seltsam. Oder ich glaube, hier im Sommer gestartet, das ist immer sehr abstrus. Deswegen kann man sich darauf nicht verlassen. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, glaube ich, dass die Elfen im Frühjahr kommen. Die, die nichts Brauchbares dabei haben, außer Holz. Und ich muss mich eigentlich noch um mein Militär kümmern. Immer noch nur 10 Leute, aber immerhin haben die Stahl an. Das ist gut. Die Untoten sind wieder da. Das ist nicht so gut. Ja, so. Wir nehmen die innere Verteidigung normal. Auto 1, Auto 2. Wir nehmen erstmal alles. Gehen erstmal gucken, wo die sind. Einer nur noch. Ah, super. Warte, ich hatte mal extra. Aber ich finde das immer so überladen. Das sieht immer so nach Werbemaßnahme aus. Ich hatte das hier mal. Da steht jetzt wahrscheinlich die falsche Zahl drin. Ich hatte mal sowas angelegt. Aber wenn ich manche Streamer sehe. Da fühle ich mich immer wie in solchen komischen dystopischen Filmen, wo überall Werbung ist. Hier, Idiocracy, bestimmt schon mal gesehen. Wenn da ein Typ, der da im Sessel sitzt und Fernsehen guckt, wo überall nur Werbung ist bei seinem komischen, total schrecklich. Deswegen lasse ich das lieber außen vor. Und vor allem, ich finde es viel cooler, dass ich ab den 50 Followern nachher diese Coins kriege. Dann bin ich noch am Überlegen, was für coole Sachen, weil man sammelt die und dann muss auch coole Sachen dafür finden, wofür man die gebrauchen kann. Wenn man sich nachher seinen Zwerg damit benennen darf. Immer 100 Coins für eine Benennung, dann kann auch jeder Follower mehrere benennen, damit ich die mal alle benannt kriege. Irgendwie sowas. Warum bin ich hier jetzt nochmal reingegangen? Ich wollte eigentlich, genau, ich wollte gucken, wo die Feinde sind. So, ihr kommt wieder da unten in der Ecke. Ihr habt hier dieses fiese Haar, das heißt, ihr seid bestimmt wieder die Building Destroyer. Ihr seid nicht die langsamsten. Ihr seid nur zu zweit, aber auch nicht die langsamsten. Warum seid ihr nur zu zweit? Das kann auch jetzt nicht sein. Es kommt ein 2 untote Siege. Ernsthaft? 2. Also ihr wisst, wie viele von euren Kollegen wir da unten im Käfig haben. Gut, die sehen auch ganz viele tote Zwerge jetzt hier draußen rumliegen. Die lassen sich jetzt nicht davon abschrecken. Die denken sich, boah, das machen wir zu zweit. Da lohnt es sich ja gar nicht, die Brücke für hochzuziehen. Doch eigentlich schon, weil unser Militär, glaube ich, viel zu lange braucht, um nach oben zu kommen.